Ja, perfekt. Vielen, vielen Dank, Susanne. Ja, jetzt ist das Akronym schon ausbuchstabiert worden. Ich glaube, ich brauche gar keine lange Einleitung geben, sondern ich sage, ich freue mich, dass ich jetzt über DORA diskutieren darf mit Carina Cazzole, CRO bei N26, Dr. Matthias Terlau, Partner bei GÖK. Entschuldigung für die Platzfindung. Und auch Vorstand bei uns im Arbeitskreis Digitaler Zahlungsverkehr. Andrew Venekotter, Senior Manager Regulated Industry and Security Engagement Europe. Sorry, das musste ich jetzt ablesen, von Amazon Web Services. Und Frau Dr. Kotscher-Tepe, Fachreferentin bei der BaFin. Ich habe jetzt im Vorfeld was ganz Spannendes gelernt, nämlich, dass Dora auf Altgriechisch ein weiblicher Vorname ist, der auch gleichzeitig Geschenk bedeutet. Und jetzt wollte ich mich einfach mal an die Panelistinnen und Panelisten wenden mit der Frage, ist Dora denn ein Geschenk, ein Geschenk der Aufsicht? Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Es ist eine gute Frage. Geschenke nimmt man ja eigentlich immer gerne. Da kommt ein bisschen auf das Geschenk, darauf an. Für uns als Bank war Dora erstmal wow. Da kommt ganz schön was auf uns zu. Und ich glaube jetzt gar nicht für uns als N26, weil wir diejenigen waren, die schon. Wir waren sehr früh angefangen in der Cloud etc. und so weiter, arbeiten sehr, sehr lange mit den Anbietern schon zusammen, haben dementsprechend natürlich auch viele Themen, die Dora jetzt auferlegt, schon in der Umsetzung einfach aus eigenem Interesse. IT-Risiken ist für ein Unternehmen wie unseres eines der größten nicht finanziellen Risiken. Was jetzt natürlich so ein bisschen dazu kommt als Geschenk, wo wir, wenn wir auspacken, erstmal schauen müssen, wie sieht es denn dann wirklich aus, ist wirklich die Umsetzung. Und zwar die Umsetzung einmal in der Zusammenarbeit mit den Drittdienstleistern. Da arbeiten wir schon intensiv auch zusammen, weil wir natürlich alle so ein Stück weit das gleiche Geschenk bekommen haben. Aber was für uns so ein bisschen das Größere, die Box der Pandora ist im Endeffekt, um da im Bild zu bleiben, ist, wie geht die Aufsicht denn dann damit um? Wie wird das geprüft? Was kommt da an sonstigen Pflichten auf uns zu? Wie funktioniert auch der Austausch? Per se soll der Austausch ja viel stärker auch fokussiert werden zwischen den Finanzinstituten. Aber das ist für uns so ein bisschen noch die große offene Flanke dann wirklich in der Umsetzung. Wie ist der Blick der Aufsicht darauf? Was bedeutet das für uns going forward? Deswegen sind wir gerade fleißig am Verpacken, wenn wir bei der Geschenkseite, bei der Geschenkring und packen vieles zusammen. Und wenn dann die Box im nächsten Jahr geöffnet wird, das ist ein Thema, wo wir dann intensiv natürlich auch mit den Aufsichtsbehörden und den Drittdienstleistern zusammenarbeiten werden. Matthias, Andrew, wie seht ihr das, bevor wir dann das Wort an die Aufsicht übergeben? Also als Berater kann ich ja sagen, jede neue Regulierung ist ein Geschenk. Und es kommt noch besser. Wir haben gestern Abend über AI-generated Regulation gesprochen und dann wird das alles noch viel mehr demnächst. Also Dora ist schon, glaube ich, sehr umfangreich. Allein die Verordnung ist sehr umfangreich und es gibt zahlreiche Ausführungsverordnungen demnächst. Das ist schon eine Masse an Arbeit. Für die Drittdienstleister Steuerung muss man allein für dieses Thema muss man neue Leitlinien installieren für die Strategie. Man muss Verträge anpassen, man muss neue Verfahren einführen. Also das ist schon ein ganz ordentlicher Aufwand an Umsetzung. Und der eine oder andere fragt sich, glaube ich, im Laufe dieses Jahres und insbesondere jetzt im Mai, wie schaffe ich das alles noch bis zum Jahresende? Denn das ist schon viel Arbeit. Danke. Ja, ich würde mich dem anschließen. Tatsächlich sieht es so aus, dass viele Kunden das als Evolution betrachten, eher als Revolution. Diejenigen, die sehr ausgereifte Sicherheitspraktiken schon eingesetzt haben und Risiken richtig managen, die haben es eher leicht. Diejenigen, die das nicht machen, haben jede Menge zu tun. Das heißt, je mehr Zeit man den Finanzinstituten geben kann bis zur Umsetzung, desto besser, weil die jetzt jede Menge zu tun haben in der Umsetzung, in der Planung, in dem Mapping von Kontrollen,
in der Umgestaltung der Verträge, im Risikomanagement. Also die haben auch jede Menge zu tun. Wichtig ist bei jeder Regulierung, dass sie auch Harmonisierung mit sich bringt. Also dass man sowohl als Finanzdienstleister als auch Cloud-Anbieter, kann ich für uns behaupten, ist es viel besser, wenn man Regulierungen untereinander harmonisieren kann und dann die, dass man sich darauf einstellen kann. Deswegen ist es eine Chance auf jeden Fall, die wir alle aufgreifen sollen im Dienste der Harmonisierung. Ja, als Aufsichtsvertreterin ist das natürlich ein Geschenk, was wir da für die Institute haben. Nur jeder weiß jedes Geschenk sofort zu schätzen. Als ich ein Kind war, hat meine Tante mir immer Bücher geschenkt. Ich fand das natürlich ganz furchtbar, weil ich wollte lieber Spielsachen. Jetzt, wo ich erwachsen bin, verschenke ich auch Bücher und weiß, es ist gut, auch wenn man es in dem Moment nicht zu schätzen weiß. Es ist der richtige Weg und es ist natürlich erstmal mühselig und mit Arbeit verbunden. Es ist aber auch für uns als Aufsicht eine Herausforderung. Das wird immer so ein bisschen natürlich nicht so gesehen, aber auch für uns sind das alles, ist es eine neue Verordnung, für uns gibt es neue Prozesse. Alle Arbeiten, die Sie in den Instituten machen, machen wir auch. Dieses ganze Mapping und was da mit hinzukommt, die ganzen Arbeiten in den Arbeitsgruppen, diese ganzen RTS, ITS, Guidelines, die schreiben sich halt auch nicht von alleine. Es ist auch nicht so, dass die Kommission die schreibt und uns nur zuschickt und sagt, schaut da mal drüber, wir sitzen da tatsächlich in allen Arbeitsgruppen drin. Versuchen dann natürlich auch die deutschen Interessen zu vertreten, versuchen auch, dass die Anforderungen so sind, wie Sie sie auch schon aus den deutschen Rundschreiben und Anforderungen kennen, dass sie quasi auf dem richtigen Weg schon sind. Und das ist natürlich auch für uns eine Herausforderung. Aber gerade die Harmonisierung, die Andrew angesprochen hat, ist natürlich gerade für die grenzüberschreitend tätigen Finanzunternehmen wirklich ein Geschenk, jetzt nicht mehr diesen Flickenteppich von unterschiedlichen Anforderungen zu haben. Und ich bin sicher, dass DORA zur Resilienz des Finanzmarktes beitragen wird, auch wenn es erstmal natürlich hart ist bis 2025. Jetzt sagen Sie, es wird hart bis 2025. Was kannst du denn schon empfehlen, was Unternehmen tun sollen? Wie können sie sich am besten vorbereiten? Ja, ich denke, der Großteil der Unternehmen wird schon angefangen haben. Das hoffe ich, weil jetzt ist ja schon Mai. Aber wer noch nicht angefangen hat, kann ja mal die Verordnung lesen. Das hilft auch schon mal. Nein, Spaß beiseite. Also die meisten sind ja tatsächlich, wir sind ja im regen Austausch mit der Industrie. Die meisten sind ja immer noch mit den Gap-Analysen beschäftigt. Das ist auch total richtig und wichtig. Natürlich ist der 17.01. das Datum, wann es losgeht. Aber realistisch gesehen wissen wir natürlich auch, dass nicht jeder bis dahin fertig sein wird, weil ja eben die Dokumente auch noch nicht alle fertig sind. Also die ganzen delegierten Verordnungen, Guidelines, RTS, ITS sind ja teilweise auch noch nur in der Fassung bekannt, wie sie an die Kommission übersandt wurden. Teilweise werden die ja auch noch aus der Konsultation die Überarbeitungen finalisiert. Also ganz viel kommt da ja auch erst Ende des Jahres. Aber ich glaube, man ist schon auf dem richtigen Weg, wenn man erstmal in seinem Unternehmen geguckt hat, wie weit bin ich eigentlich, was sieht DORA vor, wo sind da die Herausforderungen, was ist eigentlich neu? Und da denke ich, ist der deutsche Markt tatsächlich im Vergleich zu manchen anderen Mitgliedstaaten schon sehr weit vorne, weil wir mit den MA-Risk, mit den oder den Pendants in den anderen Geschäftsbereichen oder Sektoren, sagen Sie ja, in den anderen Sektoren, dann mit den bankenaufsichtlichen Anforderungen an die IT, versicherungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT schon sehr viel Vorarbeit geleistet haben, die jetzt vielleicht für Unternehmen in anderen Mitgliedstaaten eher neu sind. Also wer sich daran schon orientiert hat, da die Anforderungen schon umgesetzt hat, ist auf jeden Fall schon auf einem guten Weg. Deshalb eben keine Revolution, sondern wirklich nur eine Evolution. Man muss dann nur noch gucken, was kommt für mich neu hinzu. Neu sind dann natürlich auch die ganzen IT-technischen Themen. Ne? Wie werden jetzt Meldungen übermittelt? Aber das ist auch für uns als Aufsicht neu. Da ist auch noch viel in Diskussion. Da wird natürlich noch ein bisschen Arbeit auch nach Januar auf uns zukommen. Und im Januar wird DORA angewandt, aber es wird natürlich danach weitergehen. Ne? Also es begleitet uns ja dann dauerhaft.
Jetzt hast du sehr schön gesagt, wie weit bin ich eigentlich, aber auch im Drittparteienmanagement fallen ja auch weitere Dienstleister das erste Mal unter DORA. Wie bereitet ihr vielleicht Unternehmen vor oder was gibt es für Maßnahmen, die ihr euch da vorstellt, die implementiert werden können oder irgendwelche Vorschläge? Also ich kann da anfangen. Wir an erster Stelle steht der Dialog. Ja, also wir führen einen regen Dialog sowohl mit der Aufsicht, das auch mit unseren Kunden, dass die Kunden wissen, was auf sie zukommt, dass wir wissen, dass die Aufsicht auch versteht, wie funktioniert Cloud, wie funktioniert IKT-Dienstleistungen im Allgemeinen. Also wie werden die von unseren Kunden angewandt? Das ist dann, steht an erster Stelle. Dann haben wir natürlich dann innerhalb AWS, zum Beispiel kann ich für AWS sprechen, haben wir Teams, die dediziert diese Aufgabe sich annehmen und gucken, inwiefern müssen wir uns verändern, inwiefern müssen wir dann für Kunden was vorbereiten, inwiefern müssen wir dann unsere Verträge anpassen und so weiter. Also wir haben schon seit längerem damit angefangen. Und auch wir nehmen auch teil an den Konsultationen. Das ist auch wichtig, dass man auch seinen Beitrag leistet zum allgemeinen Dialog. Also das kann man schon tun. Ich kann dann später auf die einzelnen Maßnahmen eingehen, die für Sicherheit und Resilienz wichtig sind. Aber auf jeden Fall muss man diese technischen Maßnahmen und risikobasierte Maßnahmen auch vorgreifen und sagen, wir müssen uns dann unsere Architekturen aufbessern und auch vorbereiten. Carina, du hast viel genickt. Ich möchte jetzt nicht Matthias überspringen, aber dann kannst du gerne vorgehen und dann. Genau richtig. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist Verständnis schaffen auch erstmal. Also das sind Themen, die wir bei uns im Haus jetzt auch ganz intensiv erstmal intern machen, aber natürlich mit unseren Drittdienstleistern auch zusammen. Einige sind sehr advanced schon in der Richtung, sind selber in den Konsultationen dabei, andere weniger. Dort auch das Verständnis, weil das natürlich für diejenigen auch, wir sind es gewohnt, mit der Aufsicht zusammenzuarbeiten. Das ist eine andere Zusammenarbeit, wie das einige Unternehmen kennen. Und ich glaube, umso besser wir das alle zusammen machen, also sowohl die Finanzindustrie als auch die Drittdienstleister zusammen mit der Aufsicht, das muss im Endeffekt zusammen gemacht werden, anders funktioniert es nicht. Also es ist viel Übersetzungsarbeit, also wir brauchen insbesondere auch Mitarbeitende, auch bei uns, die übersetzen können zwischen aufsichtlichen Anforderungen und dem, was wirklich in die Technik rein muss, Verständnis schaffen, trainieren, Austausch, also das sind viele, neben der ganzen harten Architekturanforderungen, Verträge, Abändern etc., ist das ein kultureller Wandel, der sich gerade auch für einige Unternehmen auftut und ich glaube auch für die Finanzinstitute auftut. Und da versuchen wir einfach ganz stark durch den Austausch auch die Mitarbeitenden darauf vorzubereiten. Ja, wir sind vor allem damit befasst, Instituten zu helfen bei der Umsetzung fürs Auslagerungsmanagement. Und das ist eine ziemliche Herausforderung, die geht natürlich los damit, dass man erstmal neue Leitlinien in die Auslagerungsstrategie implementieren muss, die den DORA-Standards genügen müssen. Das ist zunächst mal eine gewisse Hausaufgabe, aber dann geht es darum, eine Inventarisierung sämtlicher Auslagerungs- oder Fremdbezugsverhältnisse durchzuführen, denn DORA weitet ja den Auslagerungsbegriff deutlich aus. Da werden jetzt Unterstützungsleistungen mit einbezogen und das führt schon dazu, dass ganz, ganz viele Dienstleistungen, die man bisher als Fremdbezug oder vielleicht als nicht wesentliche Auslagerung eingestuft hat, jetzt in die Regulierung reinfallen und dann eben Verträge angepasst werden müssen, die Aufsichtsmechanismen, also die Überwachungsmechanismen müssen angepasst werden und zwar deutlich und Registerführung und so weiter und so fort. Also dieser neue Begriff der Unterstützungsleistung für kritische und wichtige Funktionen, das ist vor allem, muss man denen auch natürlich erstmal verstehen und auslegen und die BaFin hat ja selbst auch darauf hingewiesen, man soll sich mal in dem Anhang 3 ist es glaube ich zu der
Verordnung zu der delegierten Verordnung über das Informationsregister anschauen. Aber man stellt dann eben fest, dass ganz viele Dinge, die Rechenzentrums Mietverträge oder Rechenzentrums Netzwerkleistungen oder auch diese sonstigen Leistungen, da fallen plötzlich Beratungsleistungen unter Umständen in diesen Bereich der besonderen Aufsichtspflicht, wenn es IKT betrifft. Das ist schon eine erhebliche Ausweitung und auch ordentlich viel Arbeit. Und neben natürlich eine ganze Menge Auslegungsprobleme, wo wir Juristen uns natürlich gerne mal draufstürzen und uns damit befassen, aber das eine oder andere bekommt man halt so schnell oder kann man so einfach nicht beantworten. Da wird man auch tatsächlich mit der Aufsicht in Dialog gehen müssen und schauen müssen, wie ist dieses oder jenes zu interpretieren. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal dazu. Das eine oder andere kann man ja vielleicht hier auch nochmal aufwerfen. Ich möchte kurz ein Thema aufgreifen, was Karina in den Raum geworfen hat, Kultur. Ja? Sie kennen vielleicht diesen Zitat, Kultur ist Strategie zum Frühstück. Ja? Bei uns verstehen wir das als eine Aufforderung, Sicherheit an erster Stelle in unsere Kultur anzusetzen. Und das ist auch seit dem ersten Tag bei AWS der Fall, dass Sicherheit die oberste Priorität hat. Und das muss natürlich dann in Kultur umgesetzt werden. Das ist, wird nicht so umgesetzt durch plakatives Auflisten. Wir haben Führungsprinzipien, die dann dahin führen und die diese auch operationalisieren. Beispielsweise mit Erfolg und Größe kommt Verantwortung und Kundenorientiertheit. Mit diesen zwei Führungsprinzipien verbinden wir unsere besondere Pflicht, dann unseren Kunden zu helfen, durch unsere Sicherheitskultur und auch diese Sicherheitskultur umzusetzen in verschiedene Maßnahmen, die auch dann den Kunden zugutekommen. Sicherheitskultur und Matthias, du hast es ganz schön gesagt, die BaFin hat darauf hingewiesen. Sibyl, was macht genau die BaFin, um auch Unternehmen zu unterstützen, vielleicht bei diesem Evolutionsprozess, wie wir so vorhin schön festgestellt haben? Ja, ich glaube, was schon bei vielen angekommen ist, ist, dass die BaFin mit DORA schon einen Kommunikationsprozess hat, den wir sonst bisher eigentlich noch nicht hatten. Gerade die IT-Aufsicht ist sich ihrer Verantwortung bewusst, dass wir hier neue Themen haben, wo man einfach nicht mehr sagen kann, das ist klassisches Bankgeschäft oder Versicherungsgeschäft. Wir veröffentlichen jetzt ein Rundschreiben oder eine Verordnung und lehnen uns zurück und dann müsste ja eigentlich jeder wissen, was er zu tun hat, wir auch. Also so ist es einfach im IT-Bereich nicht, weil der IT-Bereich einfach schon von seiner Natur her schon einfach schwierig zu greifen ist. Ne? Wir haben da demografische Probleme in den Unternehmen, aber natürlich auch in der Aufsicht. Das betrifft uns ja einfach alle. Dieses ganze Thema, was wir schon mit Cloud seit Jahren haben, ist schwer greifbar für viele Unternehmen, die jetzt nicht in diesem Fintech-Bereich sind. Also wir reden hier von ganz klassischen Versicherungen, ganz klassischen Banken. Die haben natürlich nicht so eine IT-Affinität, wie man das jetzt bei einem Fintech hat oder bei Startups, bei jüngeren Unternehmen mit jüngerem, das soll jetzt kein Altersbashing werden oder so. Ne? Also es ist ja aber einfach eine Beobachtung auf dem Markt, dass sich natürlich die jüngeren Unternehmen und die jüngeren Mitarbeiter da ein bisschen einfacher mit tun, weil sie damit einfach groß werden. Und deshalb haben wir eben jetzt mit DORA eine Kommunikationsstrategie, dass wir viel mehr Veranstaltungen anbieten, sowohl auch für unsere eigenen Unternehmen, aber auch für Dienstleister. Hatten wir in den vergangenen Monaten Informationsveranstaltungen, weil wir gesagt haben, es hilft auch nichts, immer über Bande zu spielen, in Instituten zu sagen, was sie ihren Dienstleistern sagen sollen. Da haben wir dann gesagt, wir treten jetzt ganz konkret mit den Dienstleistern in Kontakt. Das machen wir schon seit ein paar Jahren, auch gerade mit den Hyperscalern, mit AWS beispielsweise, haben wir quartalsweise Gespräche auch mit den anderen großen Cloud-Anbietern, weil sowohl wir verstehen wollen, wie deren Geschäftsmodelle sind, um eben dann auch unsere Institute und Unternehmen darauf hinweisen zu können. Wir versuchen ganz viel zu veröffentlichen im Moment. Also da versuchen wir viel rauszugehen, um da einfach Transparenz zu schaffen, auch zu unterstützen.
Meine Kollegen sind auch noch mit einer Veröffentlichung einer Gap-Analyse beschäftigt. Jetzt kann man natürlich sagen, komm mal ein bisschen spät, ne? Aber auch wir müssen natürlich die Veröffentlichung der Dokumente abwarten, um sie auch analysieren zu können. Wir haben die auch nicht vor Ihnen bekommen, ne? Also das ist ja immer so ein Problem. Deshalb, die Arbeiten der BaFin sollen natürlich unterstützen, sie können aber auch die eigenen Arbeiten nicht gänzlich ersetzen. Man kann dann vielleicht die eigene Gap-Analyse nehmen, wenn man sie schon hat, und dann mal neben die von der BaFin legen, die BaFin auch mit der Industrie zusammen gemacht hat, und dann vielleicht mal gucken, ob man den einen oder anderen Punkt nochmal überarbeiten möchte und dann eben schauen. Also wir versuchen wirklich auch von unserer Seite alles möglich zu machen, um da zu unterstützen und vorzubereiten. Kommen wir mit Blick auf die Zeit mal zum nächsten Thema. Wir haben im Vorgespräch uns auch stark über Joint Audits und Zertifikate unterhalten. Was ist eure Position dazu? Carina, magst du anfangen? Also wir sind ja Gründungsmitglied auch von der CCAG. Deswegen haben wir eine sehr positive, sind wir da natürlich sehr stark hinten dran. Warum? Punkt eins, weil wir auch voneinander lernen und unterschiedliche Blicke auch auf Themen haben. Das ist wie gerade beschrieben, eine Sparkasse schaut sich das Thema vermutlich anders an wie eine Deutsche Bank und auch wie eine N26. Und ich glaube, beim Risikomanagement ist Diversität das Allerwichtigste, weil wenn du mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf ein Thema schaust, siehst du einfach auch schneller, wo was zu tun ist. Das ist das eine. Das andere ist einfach auch, es effizienter zu machen für alle Beteiligten. Also im Endeffekt, es bringt nichts, wenn jeder Einzelne von uns, weil wir müssen ja im Endeffekt als Finanzinstitute auch sicherstellen, wenn wir jetzt mit einem zusammenarbeiten, dass er auch DORA compliant ist. Wenn jetzt jedes einzelne Institut einzeln dorthin geht, also das überfrachtet die Organisation, und am Schluss kommt dann noch die BaFin und prüft im Endeffekt auch noch, dann sind wir das ganze Jahr nur mit Prüfen und Kontrollen beschäftigt, denn wirklich effizientes Risikomanagement zu machen. Also für uns und für mich persönlich auch ist das the way to go, weil man es in dieser sich so schnell verändernden Welt, und wir haben vorhin gesagt, jetzt kommt DORA Live zum Januar 2025, aber damit hört es ja nicht auf, das wissen wir ja. Also das geht ja weiter, und wenn man sich jetzt gestern auch die Veröffentlichung gesehen hat, was Cyberrisiken für einen wirtschaftlichen Schaden alleine hier in Deutschland anstellen, dann können wir als Finanzinstitute, die davon profitieren, wenn es dem Land gut geht und wenn es Europa gut geht, unsere Augen nicht zumachen und sagen, das wollen wir nicht, und das können wir gemeinsam im Endeffekt nur schaffen. Deswegen, ich persönlich ein sehr, sehr großer Befürworter dieser Joint Audits. Wie seht ihr das? Also ich würde sagen, ein Hauptmerkmal der Sicherheit ist, dass die immer gleich funktioniert im gleichen Szenario. Das heißt, wenn es dann nicht machen sollte, dann ist es vielleicht weniger sicher. Deswegen beim Thema Joint Audits, wir begrüßen natürlich dann den Einsatz von CCAG. Wir finden das einen tollen Einsatz zum Thema Audit. Und auch die Zertifikate, die weisen die Aktivitäten nach, die unsere Auditfirmen schon durchgemacht haben. Die haben da alle, also zig mögliche Szenarien durchgespielt, die Kontrollaktivitäten da für jedes Szenario auch angeguckt und überprüft. Und dass diese Skala, die Sicherheit kann nur auf dieser Skala funktionieren. Also nehmen wir das Beispiel EC2, das ist ein virtueller Maschinendienst bei AWS. Wenn EC2 anders funktionieren würde für N26 als für einen anderen Kunden, dann hätten wir kein Geschäftsmodell. Dann können wir das unmöglich dann warten mit dem notwendigen Personal dafür. Also das heißt, das Geschäftsmodell kann nur so funktionieren, wenn es dann für alle gleich funktioniert. Und daraus kann man lesen, dass es dann Sinn macht, für Joint Audits als auch für Drittpartei-Zertifikate gemeinsame Audits zu machen. Jetzt schaue ich auf die Zeit, und wir rennen leider schneller runter, als ich es mir erhofft habe, weil wir so viele Themen durchsprechen könnten.
Ein weiterer Aspekt der DORA ist auch die Frage Know-how. Wie können wir denn sicherstellen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch bezüglich der IKT-Risiken auf dem neuesten Stand sind und wie möchte die Aufsicht das auch überprüfen? Ich weiß nicht, ob wir direkt mit der Aufsicht beginnen möchten. Ja, Know-how ist natürlich immer ein schwieriges Thema in diesem Bereich. Wir buhlen da natürlich alle um die gleichen Kräfte, die Aufsicht, die Berater, Anbieter, Institute. Ein kleiner Pool von Experten wird von allen beworben. Das ist natürlich schwierig, das ist uns auch bewusst. Das sollte aber nicht dazu führen, dass man sagt, ich finde hier keine Mitarbeiter, also kann ich leider auch nichts tun. Man muss natürlich auch mit denen, die man hat, Schulungsprogramme machen. Das wird die Aufsicht sicherlich auch prüfen, ohne dass ich jetzt genau wüsste, was die Bundesbank dafür einen Plan hat, wie sie das umsetzt oder die BaFin. Aber ich denke, das läuft ja eigentlich wie immer. Man hat eine Anforderung, man muss dokumentieren, wie man sie umgesetzt hat. Es gibt externe Dienstleister, die Schulungen anbieten. Man kann Inhouse-Schulungen machen. Es gibt ja keine Vorgaben dazu, wie die genau aussehen soll. Und man soll ja eigentlich, oder der Gedanke von DORA ist ja eigentlich mehr, dass man im Unternehmen und bei den Instituten Awareness schafft, ne? Zu sagen, ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Man kann nicht immer nur sagen, wir haben hier diese zwei Experten, die wissen, wie der Hase läuft und der Rest, ja, der wird es dann lernen, wenn es notwendig ist. Ne? Also deshalb ja auch diese Koppelung der Themen an das Leitungsorgan, das zeigt ja auch, wie wichtig das ist. Und das zeigt aber auch, dass es in der Vergangenheit wohl nicht so gewesen ist. Sonst hätte man diese Notwendigkeit nicht gehabt, das jetzt nochmal zu verankern, weil wir eben im Bereich des Risikomanagements sehen, das ist halt nicht so ein beliebtes Thema bei jedem. Ne? Also es bringt halt, es erzeugt Kosten, es erzeugt Aufwand, es eigentlich stört's, ne, wenn man ehrlich ist, aber es ist halt eben wichtig und deshalb hat er auch nicht ohne Grund unser Exekutivdirektor Raimund Rösler auch gesagt, Risikomanagement muss Chefsache sein und das ist jetzt letztlich in DORA auch verankert. Ich glaube, hier gibt es direkt eine Replik, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, das Thema geeignete Mitarbeiter und da entsprechende Kompetenzen ist auch relativ stark verbunden mit der Frage, einmal Überwachung, habe ich Überwachungskompetenzen, habe ich Risikomanagementkompetenzen, aber eben auch die Frage, was passiert eigentlich beim Ende einer Auslagung, wenn ich eine IKT-Drittleistung beende, was passiert eigentlich dann? Habe ich dann eigentlich die Kompetenz, das Inhouse weiterzuführen? Habe ich im Zweifel nicht. Habe ich die Kompetenz, so einen Demigrations-, einen Übergangsprozess zu steuern? Das sind, glaube ich, auch die wichtigen Fragen in dem Zusammenhang. Und das leitet eigentlich dann über auch zu diesen ganz wunden Punkten des Exit-Management im Bereich von DORA, wo DORA ja durchaus nochmal ganz enorm anzieht gegenüber der früheren Auslagungsregulierung nach den EBA Outsourcing Guidelines und der Implementierung derselben, wo jetzt mittlerweile Testing von Exit-Szenarien und Plänen erforderlich ist. Das hat alles auch natürlich mit der Kompetenz von in-house vorhandenen Ressourcen zu tun. Und stellt auch nochmal ganz ordentlich zusätzliche Anforderungen an die Ausstattung der Institute, an eben vor allem die personelle Ausstattung. Ich sehe hier viel Nicken. Ich gehe mal rein, als Risikomanagement mag man immer nicht. Das ist so ein bisschen, das ist so mein täglicher als Chief Risk Officer, also so mein Job, nicht der beliebteste Mitarbeiter bei N26 zu sein. Ich glaube, wie wir das machen auch. Also wir haben dieses Jahr eine sehr große Risikokulturkampagne und sehen auch wirklich eine Verlagerung hin mehr in IT-Risiken. Für uns ist das jetzt bei N26 schon länger ein Thema. Und was ich vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, und ich glaube, das ist auch das, was wir hier mitnehmen sollten, es wird immer sehr stark, ja, das muss das Risikomanagement dann machen. Und ich sage immer, ich habe am liebsten gar nichts zu tun als Risikomanager. Denn wenn ich von Anbeginn an meine Mitarbeitenden befähige, dass der vorne einen Vertrag abschließt und der mit euch den Vertrag verhandelt und der ausmacht und schon mal über Exit-Szenarien spricht etc., wenn das ordentlich gemacht ist und im Zuge des
umsetzen, wie es gemacht sein soll, dann habe ich hinten noch eine Kontrolle drauf, aber am Schluss sollte ich da relativ wenig zu tun haben. Und ich glaube, das ist schon was, wo sich die Finanzinstitute, und da bin ich wieder beim Thema Kultur, aber es ist leider so, auch mit auseinandersetzen können. Wir können nicht immer sagen, ich habe da nur eine IT-Abteilung, die ist für zuständig, oder ich habe das Risikomanagement, muss es richten. Wenn wir unseren Mitarbeitenden vermitteln, dass jeder für dieses Thema auch verantwortlich ist und die Verantwortung in diesen Prozessschritten einfach übernimmt, dann hat am Schluss der Einzelne gar nicht so viel mehr zu tun. Und das ist was, was wir dieses Jahr, also wir haben Trainingsprogramme jetzt auch aufgesetzt, einfach auch, wie trainierst du, was führst du ins Tool ein, was hast du für Checklisten, wie liest du diese Checklisten auch aus, etc. und so weiter. Einfach ein Verständnis schaffen, weil wir werden nicht plötzlich ganz, ganz viele Menschen bekommen in keinem Finanzinstitut. Banken sind weiterhin kein super beliebter Arbeitgeber, das muss man jetzt einfach sagen. Die kommen jetzt nicht alle zu uns gelaufen und sagen, juhu, wir möchten bei euch DORA umsetzen. Also das ist ein Thema, da müssen wir uns schon ein bisschen an die eigene Nase anfassen, das auch auf breite Schultern zu verteilen. Und das ist das, was wir jetzt einfach, was wir machen. Weil natürlich, klar, für uns als Geschäftsleitung, es ist einfach wichtig, auch sicherzustellen, dass wir auch die Mitarbeitenden nicht in ein Risiko reinlaufen lassen, weil sie was machen, wo sie eigentlich nicht wissen, was sie tun. Ja, ja, also ich kann nur dazu da beipflichten. Der Pflicht der Verantwortung gerecht zu werden unter DORA, muss man ganz genau wissen, welche Risiken man trägt, welche Verantwortungen man trägt, und man muss auch wissen, was die Anbieter auch dazu beitragen. Man kann zum Beispiel bei uns auf AWS Artifact dann alle Berichte durchlesen und schauen, wo sind die Kontrollen, wo sind die kompensierenden Kontrollen, was kann der Kunde oder beziehungsweise die Kunden dafür tun, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Aber die müssen sich schon auskennen. Das betrachten wir auch als eine Pflicht unsererseits, also die Kundschaft und auch alle anderen zu schulen. Wir haben Skills-Angebote bei uns. Und je mehr man über Cloud-Sicherheit und Cloud-Risikomanagement weiß, desto mehr kann man die eigene Verantwortung bewerten und auch dann zusammen mit dem Anbieter besprechen. Und dazu haben wir auch das sogenannte Well-Architected Framework. Das ist eine Zusammenfassung der Best Practices und Richtlinien, die wir allen anbieten, die in der Cloud arbeiten. Und mit diesem, indem man alles zusammenfügt, kommt man schon an die eigene Verantwortung an, die man eigentlich dann nachweisen muss letztendlich unter DORA. Bevor ich zur Abschlussfrage komme, möchte ich gerne noch einmal ins Publikum schauen, ob da noch offene Fragen bestehen. Ich schaue kurz. Ich sehe keine. Jetzt ist noch die Chance. Das Geschenk wird nicht angenommen, aber wenn wir wieder bei der Geschenkanalogie bleiben wollen. Ich fand es ganz schön, Carina, dass du gesagt hast, im Endeffekt, was ist die Message, die man jetzt mitnehmen sollte und was passt zu DORA? Und das würde ich gerne auch jetzt an die weiteren Panelisten stellen. Was ist so die Message, die wir mitnehmen sollten hier aus diesem Panel, und warum ist DORA vielleicht ein Geschenk? Wer möchte anfangen? Sibyl, gerne. Also was kann ich noch ergänzen zu dem, was ich anfangs schon gesagt habe? Also Sie sollten auf jeden Fall mitnehmen, aber ich denke, das machen alle Institute und Unternehmen schon. Also sie nehmen das Thema ernst. Es hilft jetzt, glaube ich, auch nichts mehr, da nochmal zu sagen, sie müssen was tun. Ich glaube, alle tun schon ihr Bestes. So ist zumindest unser Eindruck, wenn wir mit den Instituten und Unternehmen kommunizieren. Jeder beschäftigt sich damit, jeder kennt das Thema DORA, auch wenn er nicht dafür verantwortlich ist. Wenn jemand sagt, und zu was tragen Sie vor, dann sage ich zu DORA, ah ja, das habe ich schon mal gehört. Da beschäftigen sich gerade irgendwie alle mit. Ne? Also das Thema ist auf jeden Fall angekommen. Ich glaube, jetzt geht es wirklich nur noch darum, am Ball zu bleiben und das Ganze auch kontinuierlich weiter umzusetzen. Also nicht zu sagen, jetzt ist der 17.01., ich bin fertig, hier ist alles jetzt rund, jetzt kann ich mich zurücklehnen, sondern es ist halt wirklich ein ständiger Prozess, um eben diese Resilienz auch sicherzustellen und nicht einfach nur eine Dokumentation. Also das sollte auch wirklich in den Unternehmen gelebt werden. Andrew? Also so widersprüchlich es sich anhören mag, Kultur und Dialog
geht vor den Details. Also wenn man die Kultur richtig kriegt und den Dialog weiter pflegt, kommt man über viele Details hinweg und dann hat man ein umso besseres Risikomanagement und Sicherheitskultur. Matthias? Ja, ich meine, das ist schon eine insgesamt relativ nützliche Angelegenheit. Also der Aufwand ist enorm, aber nicht wahr? Wir sehen natürlich tagtäglich, dass irgendwo Hackerangriffe stattfinden ganze Systeme, unter Umständen ganze Zahlungssysteme. Target war letztens auch mal oder vor einiger Zeit mal infiziert. Betroffen sind und insofern kann man sicherlich unterstreichen, dass das eine Notwendigkeit ist und sicherlich auch in vielen anderen Sektoren, nicht nur im Finanzsektor, aber hier natürlich auch besonders. Insofern, ja, im Grunde sicherlich die richtige Art oder der richtige Punkt, das richtige Ziel. Es ist einfach viel Arbeit. Carina, möchtest du noch was hinzufügen? Vielleicht einfach nochmal, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, es ist für uns alle ein Stück weit unsere gesellschaftliche Verantwortung, uns mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen. Und es ist ein absoluter Kostenvorteil, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und auch kann ein sehr großer Wettbewerbsvorteil sein. Das sehen wir jetzt gerade, wenn man sich sehr früh mit den Themen schon auseinandergesetzt hat. Also das, was man ja so gerne macht, die unangenehmen Themen irgendwie nach hinten wegzuschieben, da verlieren wir alle nur Zeit und in der Zeit läuft der Wettbewerber auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen schneller, weil drumherum kommen werden wir nicht. Ne? Also das ist vielleicht die Thematik, noch mein Appell. Danke. Ich fasse zusammen, es ist viel Arbeit, die sich lohnt und am besten hat man gestern begonnen. Perfekt, dann vielen, vielen Dank. Ich sage danke, Applaus.